hübsche Hühner sind ganz fleißig jetzt Eileger. Ich bin so glücklich. Ich kriege immer fast zwischen 20 und 30 jeden Tag. Sind aber 53. Das heißt, ich habe ein paar Alte dabei und die gehen von selber weg. Also sie sterben einfach nach einer Weile. Ich kaufe einfach immer wieder so viermal pro Jahr oder fünfmal pro Jahr oder je nach Bedarf. Kaufe ich ein Haus dazu. Jetzt habe ich vor etwa 3 Wochen 12 gekauft. Die haben jetzt ein grünes Band. Da ist jetzt gerade eine um die Ecke gelaufen. Grünes Band. So weiß ich jetzt, wie alt die sind. Das ist gut. Und jetzt haben wir auch gute Kunden, wo wir haben da, ich glaube, 10 oder 11 plus Grad. Schnee ist weg. Film in Sister. Nu spelar vårens ljumma vind i myrans gula star. Och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåt ett stänk av rykte fröjd en visa till gitarr. Det stärka oss till läkedom lik strandens unga pors. Så på Vosje en golfrestaurant, ganz nobel. Kocht ganz gut för große Gesellschaften. Wir kaufen etwa 60 bis 80 Eier pro Woche. Jetzt haben sie kurz zu. Jetzt haben wir einen Schöneberger Altersheim gefunden, wo jetzt auch niemand. Restaurant, Cafés und viele Kollegen. Und die von der Arbeit. Und ja, es läuft. Tschüss! Ich freue mich immer über die Hühner. So gesellschaftlich und gemütlich. Sehr einfach. Morgen aufmachen. Und jetzt im Dezember können sie sogar draußen sein, oder? Dann sind sie ein großes Haus mit Heizung da drin und ich glaube, sie fühlen sich sehr wohl. Es ist ja gemütlich mit denen. Tschüss! Sång till dig min syster när all marken väntar vår. Loessas ljunghet syrrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djup vi drack vår barnos beska vin. Men härlig, härlig våren kom var dår i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens värld. En dag på knä för konungen, en natt för skuld. Jetzt gehe ich im Hip-Hop-Konzert. Ganz süßes Kleid, rosa, pink. Und ich habe Pferdenliebli und Schwänzli. Freue mich, bin eingeladen. Ein Ticket gratis gekriegt, kostet uns nochmal 50 Franken. Ich freue mich sehr. Ganz neue, junge Deutsche. Super Lieder. Ich freue mich auf etwas ganz Neues. Ciao! Nachricht. Unsere Geissmama Rosa ist gestorben. Wir sind alle verzweifelt. Wir könnten 1000 Franken zahlen, um sie wieder lebendig zu kriegen. Hafensack ist ausgegangen. Da habe ich 2 Tage oder 1,5 Tage ein paar Flocken von den
von den Kaninchen gegeben. Und in dem ist sie gestorben. Geiss sind ganz schwierig. Der sind die Hoffnungen von Geiss? Da habe ich alle Hoffnungen. Doch das ist sie gestorben. Da ist Rosa. Wegen dem Haferflocken. Also wegen dem Kaninchenfutter. Der Tierarzt, der gekommen ist, der hat ganz viele Geißen selber. Der hat selber genau das Gleiche gemacht. Die sind ganz heikel, die Geißen. Er hat also einen Winter gehabt, hat gedacht, jetzt nehmen wir die Geißen hin und ein bisschen Futter geben und sie verwöhnen. Genau das. Ich glaube, zwei von ihm sind dann gestorben, weil er so lieb sein wollte. Ganz schwierig. Zwei Drittel von dem Körper ist Bauch. Und wenn der aufschwellt, hat er keine Chance. Sterben sie langsam und ziemlich plagend. Da ist Rosa. Einer von den hübschesten Geissen, die man sich vorstellen kann. Hier hat sie gesagt, sie war gerade neidisch vor einem halben Jahr, als sie uns besucht hat und sie gesehen hat. Hör auf! Jetzt bin ich traurig. Verabschieden wir uns. Wenn wir einen Tag warten, dann stinkt das morgen so, weil der verfällt so schnell. Jetzt bringen wir sie schon weg. Oh, und die ganze Familie ist betroffen. So traurig. Also, aufpassen mit Geiss. Ganz heikel mit Essen. Nie wechseln und ganz wenig klopfen. Und dann genau die richtigen Klopfen. Nicht einmal ein anderes Klopfen hat oder so. Tschüss. Kannst du das so schnell dann das Gleiche und alles machen? Sedan dräkte salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vild i äppelpil och häck. Se vårens himler brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du söks till drömmar av resedam vid din väg. All ängens ros och rop och kom ut till oss och så. Så på ängen, vad fint, till min syster. Trevlig december. Den vår visa, men det var så fint väder så jag tyckte den passade. Hejdå! Ses i tjua. Ganz frische Strümpfe, ganz flüssigen Kleid und Hände zum Maurits. Ganz günstig, aber. Na, also nicht ganz günstig, aber schön. Und eben passende Strümpfe dazu, die sind genau die gleichen. Ich habe die Strümpfe sicher seit 10 Jahren noch nie gebraucht und jetzt. Wow, mit diesen Schuhen. Und heute haben wir Weihnachtsbier getrunken. Wow! Jetzt gibt es Prosecco. Und den Rab, der ist so cool. Ciao! Auf dem Weg. Konzert! Wegen der Strümpfe muss ich kurz sein, sonst sieht man die schönen Strümpfe nicht. Yes. Extra! Das erste Mal dabei. Tschüss! Jetzt weiter links.